Moin Leute zusammen, mit am Start mit Fallout 4. Ich hoffe, der liebe Nick Valentine. Aufgepasst. Mach das jetzt mal hier. Sieh mal, was du tun kannst. Schon erledigt. Ja, du müsstest auch bitte dahin gehen. Ja. Was machst du? Manchmal finde ich ihn sehr verwirrt. Also, wenn man ihn so anguckt, läuft das dahinter mit rausgestreckter Waffe. Danach läuft er irgendwo anders hin. Das ist sehr, sehr, sehr komisch, bisschen. Aber na egal. Verstehe. Und wir sind im Geschäft. Jawohl, Nick. Geile Scheiße, Mann. Es ist natürlich mega geil. Also, dass er jedes Ding hacken kann, das ist natürlich für mich sehr praktisch. Turmsteuerung. Deaktivieren. Danke. So, Türsteuerung. Hallo? Was steht da? Türfernsteuerung. Haben wir nichts daraus? Schade, okay. Dann werden wir weitergehen. Ich hoffe, ich kann hier dann nochmal am Ende nochmal rein. Hoffe ich ganz einfach. Greife Menschen an. Fusionskern gefunden, sehr schön. Nein, die provisorische Batterie hat mich zu Namen gelegt. Es gibt natürlich nichts, das ist natürlich klar. Schrott. Es ist doch dumm gerade. Nee, tut es keinen Grau, will ich behalten. Noch ein, was ein Gewicht hat, ja. Gut, jetzt können wir leider nichts mehr aufheben. Das ist halt wirklich das dumme Problem gerade daran, der ganzen Sache. Denk mal, hier geht's lang. Okay, auch nicht. Also, ich hoffe ja mal, dass ich da nochmal hier lang gehen kann. Das ist eine Küche. Bingo. Du erhältst. Oh, auf Energiewaffen. Nice. Das ist natürlich richtig geil. Hallo. Auf Befehl des Instituts müssen Sie vernichtet werden. Bis dann, Kumpel. Schau mal, wer da ist. Ich sitze ja nicht mal. Also nicht, dass das eine Option wäre. Ah, du bist schon so gut. Ich schwitze nicht mal. Okay, ob das überhaupt eine Option wäre. Ah, das ist schon irgendwie mega geil. Also muss man ehrlich sagen, dass er dafür Sprüche manchmal liefert. Kann auch viel tragen, das freut mich schon ein bisschen, dass du so. Du hast Mumm und bist entschlossen, das bewundere ich. Aber du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr du dich hier übernimmst. Alter Schwede, das ist ja schon ein bisschen sehr krass, was ihr gerade habt hier, der Hilfsmittel. Da. Lass mal von Lude schauen. Und rushen weiter nach vorne. Er hat natürlich irgendwas Geiles, oder? Das sind Helm. Ja.
Das können wir uns alles noch nicht holen. Dann müssen wir da nochmal irgendwann mal hier langlaufen. Noch ist es nicht zu spät. Hör auf und geh. Du hast diese Option. Das können nicht viele von sich behaupten. Aufgepasst. Wie sieht der Plan aus? Brauch deine Hilfe. Gern doch. Mach mal bitte. Ich hoffe, ich kann hier nochmal rein in Vertagen. Haben Sie. Ich hoffe, er schafft das. Dann wollen wir mal sehen. Das wäre mega geil. Bingo. Jawohl, Nick. Das ist mein Mann. Sogar Meisterschaft, der Typ, ey. Das ist wirklich mein Mann. Das ist natürlich mega geil, Mann. Sehr schön, was haben wir denn hier so? Oh. Leute, das ist das Paradies, das ist das Paradies, aber das Problem ist halt, ich kann nichts tragen. Ich kann absolut nichts tragen, wir müssen dann nochmal hierher. Gut, du hast es geschafft. Du findest mich geradeaus. Meine Sünden tun dir nichts. Reden wir. Ein altes Militär vor Geisterhals. Der unverwüstlichste Mann des Commonwealth. Lustig. Ich dachte mal, das wäre ich. Hier sind wir also. Schon das. Wo ist mein Sohn? Wo ist Sean? Ich bin eine Marionette wie du, Kumpel. Nur dass meine Bühne größer ist. Sean ist ein guter Junge. Ein wenig älter als du dachtest, stimmt's? Aber es geht ihm gut. Nur, er ist nicht hier. Er ist bei den Leuten, die die Fäden ziehen. Verdammt, du verfickter Söldner! Wo ist mein Sohn? Wie sagt man so schön? So nah und doch so fern. So ist es mit Sean. Aber keine Angst. Du stirbst in der Gewissheit, dass er sicher und glücklich ist. Vielleicht ein wenig älter als du dachtest, aber in einem liebevollen Zuhause. Naja. Im Institut. Also, wo ist es, dieses Institut? Wie komme ich dorthin? Hast du denn nicht aufgepasst? Man findet das Institut nicht. Das findet Institut dich. Findet dich. Ja. Man macht den Schrank auf und es ist nur ein Schrank. Man findet nie das Monster darin. Bis es einen eines Tages anspringt. Aber wir haben jetzt lange genug geredet. Wir beide wissen, wie das hier enden muss. Also, bereit? Du weißt, dass ich das bin, Kellogg. Aufpassen. Nimm das! Was ist denn du bist ja doch nicht so ein Waschblatt wie ich dachte. Was ist das? Das war's schon? Ich bin Kluge! Na, Wichser, Alter. Gute Arbeit. Mistkerl wird niemandem mehr was tun. Wir sollten uns umsehen, uns alle Infos sichern, die es hier gibt. Ja, das Problem ist gerade nur was anderes, dass ich eigentlich schnell hier raus will eigentlich. Ja. Ich möchte eigentlich hier ganz schnell raus. Aus der ganzen Scheiße hier. Leid für das Wort jetzt gerade. Aber ich will jetzt eigentlich schnell raus. Schnell nach Sanctuary. Mir meine ganze Kleidung vielleicht anziehen. Ja, da muss es doch irgendein Passwort geben. Also ich habe hier das komplette Masterpasswort von ihm hier. Und hier gibt es keinen Rechner, wo ich das eingeben kann oder was. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst hier.
Also ich wollte gerade sagen hier. So, damit ich hier jetzt endlich rausgehen kann. Ich wollte gerade sagen, es wäre total schwachsinnig, wenn ich das nicht machen kann. Danach werde ich hier nochmal komplett rumgehen und eine ganze Kommandohalle da. Anmerkung: Haben den Jungen damals schon erfolgreich am Institut abgelegten Bezahlung halten? Abenteuer. Krass schon. Dann hat Kellogg also keinen Mist erzählt. Dein Sohn steckt wirklich tief im Schlamassel. Nicht mal ich weiß, wo das Institut ist. Und die haben mich immerhin gebaut. Es muss eine Möglichkeit geben, Nick. Wir kommen hier nicht weiter. Wir sollten einen Schritt zurückgehen. Die Sache mit anderen Augen sehen. Die einzige, die dem Institut vielleicht auf den Grund gehen würde, ist Piper, die Reporterin aus Diamond City. Wir sollten uns mit ihr treffen, die Sache besprechen. Dann also auf nach Diamond City. Hey, Kopf hoch. Ja, es sieht im Moment düster aus. Aber es gibt Hoffnung. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Es gibt noch Hoffnung. Ich werde jetzt mal schnell nach Diamond City gehen. Nicht nur schnell nach Diamond City, ne. Ja, warum geht denn die Tür nicht auf? Was ist das denn jetzt gerade Bullshit, ey? Wo muss ich denn lang hier? Ich dachte, hier geht die Tür jetzt auf. Ich kann nicht aus dem Ort sicherlich nicht rausgehen. Ist natürlich irgendwie immer klar. Warum geht die Tür davon nicht auf? Warum bin ich mir den auch zugekommen? Ja, ich möchte aber gern hier nochmal runter. Das ist halt das Ding. Also ich möchte gern... Komm. Ich möchte gerne hier runter nochmal. Da werden schon was gehabt. Wie lange geht denn das? Zugang zum Dach. Ach Leute, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Komm, mach doch hin. Ne? Jo, was ist das denn? Menschen des Commonwealth. What the fuck? Bleibt ruhig. Wir kommen in friedlicher Absicht. Was ist denn jetzt hier los? Wir sind die schnellen Bruderschaft. Nein. Fuck, was geht denn hier? Kranker Scheiße. Ängstlich in das Dunkel starren, wie ich stehe. Sehr, sehr interessant, was die da gerade gemacht haben. Was soll ich machen? Warte mal. Daten hier. Wiedersehen mit Freunden, sprich mit Piper, Strählen des Schatten, hört ihr den Frequenz? Okay. Ich wiederhole. Hier spricht Paladin Dance auf Frequenz 9.5. Sämtliche Einheiten der Stellenden Bruderschaft haben sich zwecks neuer Befehle am Polizeirevier Cambridge einzufinden. Okay.
Ich wiederhole. Alles klar, haben wir das erstmal fertig. So, jetzt wollen wir. Ja, Dancen halten wir. Verdammte Scheiße. Sämtliche Einheiten der stellenden Bruderschaft haben sich zwecks neuer Befehle am Polizeirevier Cambridge. So. Zum tausendsten Mal. Ich möchte jetzt gerne dahin. So, soll ich. Ja. Frage ist, wo ist Dogmeat? Meine Fresse. Ah, endlich! Endlich kann ich dorthin! Endlich, meine lieben Damen und Herren! Endlich kann ich dahin, das ist doch mal schön. Also, dass es jetzt die ganze Zeit nicht ging, ich frag mich warum. Ich will jetzt ein Dogmeat mitnehmen, will da jetzt hin und will die ganze Sache dort looten. Ich habe da einen Fat Man nochmal gesehen. Ich gehe da mit einer Waffe hin und fertig aus, tu jeglichen Scheiß erstmal weg, rüst mich nochmal neu aus, also ganz einfach. Ja, gibt's nicht so irgendwie dazu reden, also Nick, warte mal. Was ist denn. Nick überhaupt, Nick. Aufgepasst. Was wir hier nehmen, hier alles. Ich möchte gern alles nehmen, ja. Wenn das mal kein Besuch aus der Vergangenheit ist. Ich laufe so schnell, wie ich kann. So, was wir hier mal ganz kurz gucken, ja, Infowache. Kann ich leider nicht wegmachen. Nochmal weg. Nochmal weg. Napalm. Den tun wir dann auch wieder rein. Das ist meine. Gut. So, Nick. Okay. Nick ist gerade nicht da. Das ist natürlich auch sehr, sehr schön. Hä? Warum kann ich den gerade hier nicht zerstellen? Ja, jetzt ist total komisch. Für ein Scheiß. Aber ich nichts habe. Na, ist klar. Warte mal, ja, stimmt ja, aber mal Waffen. Wir müssen noch ein paar Waffen wegtun. Die tun wir weg. Die tun wir weg. Die tun wir weg. So, was haben wir denn jetzt mal alles gemacht? Das tun wir auch alles, wollen wir das mal alles weg hier. Das bekommen wir niemals, ey. Alles weg in den Scheiß erstmal hier. So, nehmen uns jetzt erstmal nur das Nötigste mit. Also Hilfsmittel. Wir nehmen uns erstmal sicherlich, okay, die brauchen wir auch nicht. Also wir brauchen eigentlich nur diesen ganzen anderen Scheiß hier. Wie ist denn das hier? Stimpaks, Mad-X oder sowas. Ey, das brauchen wir alles nur. Mehr brauchen wir ja gar nicht. Das brauchen wir. Das brauchen wir definitiv. Da, Rad-X, Rad-Away und Stimpaks. Mehr brauchen wir nicht. Mehr von der ganzen Scheiße brauchen wir wirklich nicht, ja. So. So. Ganzen Plunder haben wir auch weggetan. Sehr schön. So. Jetzt ist die Frage, wo Dogmeat ist. Aufgepasst. Du siehst aus, als wolltest du mir was sagen. Was meinst du? Mit diesem Schiff mitten ins Commonwealth zu fliegen.
Denk an meine Worte. Die Bruderschaft will einen Krieg beginnen. Was meinst du? Sollen wir dann weiter? Ich wollte nur mal fragen, wie es deiner Meinung nach zwischen uns läuft. Im Moment habe ich keine größeren Beschwerden. Alles klar. Sonst erstmal nichts weiter. Gut, okay. So, da haben wir uns die Meinung von Nick angehört. Wir werden erstmal gucken, wo der liebe Dogmeat ist. Also ich würde gerne wissen, ob wir jetzt Dogmeat jetzt nicht mehr haben können. Also das wäre jetzt irgendwie sehr tragisch. Also ohne Dogmeat wäre das auch irgendwie ein bisschen doof. Aber mit Nick wäre das auch irgendwie sehr lustig, aber ich würde gerne trotzdem den lieben Dogmeat trotzdem behalten, irgendwie aus irgendeinem Grund, weil er irgendwie richtig geil ist. Dann bis zur nächsten Folge bei Fallout 4. Ich werde jetzt nochmal nach Fort Hagen gehen, mir das Ganze nochmal hier anschauen und tschaußen. Bis zum nächsten Mal.